Blutlinie von Cody McFadden. Teil 3 von 4. Wohin willst du? Frag nicht, Schätzchen. Ich kann im Moment nicht drüber sprechen. Wir waren wieder zurück im Büro. Und obwohl alle darauf brannten, zu erfahren, was wir rausgefunden hatten, war Kelly noch nicht bereit, den anderen irgendwas zu verraten. Ich werde nochmal Annies Ermittlungsakte durchgehen. Ich habe das Gefühl, wir haben da irgendwas übersehen. Okay. Hört zu, Leute. Im Moment ist nicht allzu viel los und wir sollten die Gelegenheit nutzen, ein bisschen Kraft zu tanken. Wer weiß, was uns morgen erwartet? Ich komme morgen erst nach dem Lunch wieder rein. Morgen ist der berühmte Tag, ihr wisst schon. Ja, stimmt. Hätte ich fast vergessen. Bitte grüß deine Mom herzlich von mir. Ich hätte auch beinahe nicht dran gedacht, aber wer rechnet denn auch damit, dass James menschliche Züge zeigt? An was nicht gedacht? Morgen jährt sich der Todestag von James' Schwester. Sie wurde ermordet. Und deshalb besucht er mit seiner Mutter das Grab, um seiner Schwester zu gedenken. Oh, scheiße, Mann. Das geht einem ganz schön unter die Haut, was? Willkommen im Club, Leo. Tja, wir sehen uns dann morgen, Leute. Am Anfang war ich mir nicht so sicher, aber unser kleiner Leo hat sich echt gemausert. Und was hast du heute Abend noch so vor? Smokey kommt zu uns zum Abendessen. Elena hat darauf bestanden. Also ich weiß nicht. Ah, nimm die Einladung an. Das wird dir gut tun, Smokey. Und Bonnie auch. Meine Tochter hat vorhin angerufen. Klingt abgefahren, oder? Wie auch immer. Ich werde heute Abend mit ihr und meinem... Oh, ich krieg voll die Gänsehaut. Mit meinem Enkelsohn zu Abend essen. Das ist fantastisch, Kelly. Oder soll ich Omi sagen? Ach, wenn du unbedingt eine Freundin verlieren willst, Schätzchen. Na los. Komm, gib dir einen Ruck und lass dich zum Essen einladen. Mach mal irgendwas Stinknormales. Triff dich mit anderen Menschen. Überredet. Wunderbar. Dann sehen wir uns nachher bei mir zu Hause. Ich brauchte einen Moment für mich allein. Die Ereignisse hatten sich in halsbrecherischer Geschwindigkeit überschlagen. Jetzt herrschte vorübergehend Ruhe. Die Ruhe vor dem Sturm. Ich habe eine gezackte Narbe, ungefähr fingerbreit. Sie beginnt in der Mitte meiner Stirn. Sie fällt nach unten. Dann biegt sie in einem nahezu perfekten 90-Grad-Winkel nach links ab. Ich habe keine linke Augenbraue mehr. Die Narbe hat ihren Platz eingenommen. Sie kreuzt meine Schläfe. Von wo aus sie sich auf meiner Wange runterschlängelt. Von dort aus macht sie einen kurzen Schlenker rüber zu meiner Nase, zieht runter an meinem Kinn vorbei, weiter zum Hals und endet auf meinem Schlüsselbein. Es hat eine ziemliche Wirkung. Wenn man mich nur von rechts betrachtet, scheint alles ganz normal zu sein. Das wahre Bild erschließt sich einem nur, wenn man mir direkt ins Gesicht schaut. Mein Name ist Smokey Barrett, Special Agent beim FBI. Dieser Wichser. Was ist passiert? Geht es Elena gut? Und Bonnie? Es wurde niemand verletzt. Aber das kranke Schwein hat das hier abgeben lassen. Guck's dir an. An Elena Washington, Ruhe in Frieden. Das ist der Bericht über ihren Krankheitsverlauf.
sämtliche Notizen des behandelnden Arztes über den Tumor. Und die Passage da hat er dick unterstrichen. Die Patientin sollte gewahr sein, dass das Stadium 3 nicht ausgeschlossen werden kann? Lies die beschissenen Anmerkungen, die Jack dazu geschrieben hat. Oh, Scheiße. Kennen Sie die Überlebenschance bei Stadium 3, meine Liebe? Eine 35-60%ige Chance auf maximal 5 weitere Jahre. Wenn ich ein Freund von Wetten wäre, müsste ich wohl leider gegen Sie wetten. Ich wünsche Ihnen trotzdem alles erdenklich Gute und behalte Sie im Auge. Mit besten Grüßen aus der Hölle, Jack Junior. Er fängt an, sich in unser Privatleben einzumischen. Woher hat er all diese Informationen und was weiß er sonst noch? Und wo ist sie jetzt? Oben im Schlafzimmer. Bonnie weicht nicht von ihrer Seite. Verfluchte Scheiße, Smokey. Warum ausgerechnet sie? Weil er genau weiß, wie sehr er dich damit trifft. Ich muss diese Schweine kriegen. Unbedingt. Ihr Gesicht war tränenüberströmt. Bonnie strich ihr zärtlich übers Haar. Die Augen des kleinen Mädchens waren voller Wut. Weißt du, was mich am traurigsten macht, Smokey? Sag's mir. Dass Alan und ich keine Kinder haben. Es sollte wohl einfach nicht sein. Jetzt bin ich alt und muss mich mit dem Krebs herumschlagen. Und dieser Mann drängt sich einfach in unser Leben. Verspottet mich. Macht mir Angst. Ich sah, wie Bonnie ihr leicht auf die Schulter tippte und ihr mit nur einem Blick sagte: Du wärst eine wundervolle Mutter geworden. Ich danke dir, mein Liebling. Wieso tut er das, Smokey? Ich konnte ihr nicht sagen, was ich wirklich dachte. Wieso? Weil du atmest und dich bewegst. Weil das Böse nun mal existiert. Weil du in dem Spiel den Kürzeren gezogen hast. Oder weil dich der liebe Gott an diesem Tag einfach nicht auf dem Schirm hatte. Du musst diesen Kerl schnappen, Smokey. Hast du mich verstanden? Ja. Kommt darüber hinweg, Ellen. Sie sagt, ich soll dir verbieten, in Schuldgefühlen zu ertrinken, weil sie dich nämlich braucht. Ach ja, und Bonnie bleibt über Nacht bei euch. Sie weigert sich, Elena von der Seite zu weichen. Ach ja? Sie hat einen starken Beschützerinstinkt. Und jetzt schwing endlich deinen Arsch nach oben und nimm deine Frau in den Arm. Wo du recht hast, hast du recht. Danke dir. Wenn du morgen freinehmen willst, kein Ding. Kannst du sowas von vergessen? Ich jage diese Schweine, bis ich sie erwischt habe oder sie tot sind. Noch ahnen sie nicht, auf wen sie sich mit mir eingelassen haben. Die Rückfahrt fühlte sich irgendwie einsam an. Cannon und Chance waren bei Bonnie geblieben, um auf sie aufzupassen. Das Mondlicht leuchtete wunderschön, als ich in die Einfahrt einbog. Und trotzdem wirkte alles so, als sei es in Blut getränkt. James, ich bin vor 20 Minuten am Haus meiner Mutter angekommen. An der Haustür klebte ein Umschlag, der an mich adressiert war. Darin befand sich ein Zettel mit einer Notiz Und was? Ein Ring. Rosas Ring. Auf dem Zettel stand: Schluss mit Ruhe in Frieden, Rosa. Oh, James. Wir haben sie damals mit dem Ring begraben. Verstehst du, was das bedeutet? Diese Dreckschweine haben ihr Grab geöffnet. Soll ich zu euch rüberkommen? Sag mir, wie ich dir helfen kann. Ist schon okay. Ich
muss jetzt hoch zu meiner Mutter. Du musst für sie da sein, James. Jetzt lösen Sie ein, was Sie versprochen haben, stimmt's? Ja. Zu Hause wollte ich sofort rausfinden, wie es den anderen in meinem Team ergangen war. Ich wählte zunächst Leos Nummer. Verdammt nochmal, nun nimm schon ab, Leo. Hallo? Leo, wo steckst du? Ich bin hier beim Tierarzt mit meinem Hund Smoky. Ich muss ihn einschläfern lassen. Aber warum denn? Er ist schwer verletzt. Sie haben ihm die Beine abgeschnitten. Wer um Himmels Willen tut so etwas, Smoky? Als ich nach Hause gekommen bin, da habe ich ihn im Wohnzimmer entdeckt. Wie er versucht hat, auf mich zuzukriechen. Alles war voller Blut und er hat diese schrecklichen Geräusche von sich gegeben. Es klang wie das Weinen eines Babys. Und er hat mich mit seinen großen Augen angesehen. So als ob er mich fragen wollte. Was habe ich denn nur falsch gemacht? Oh Gott, Leo. Wer ist so etwas fähig, Smoky? Ich fürchte, das war das Werk von Jack Jr. und seinem Freund. Oh nein. Ich holte tief Luft und erzählte ihm, was Elena und James passiert war. Leo schwieg noch lange, nachdem ich zu Ende geredet hatte. Ich krieg das schon hin. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich bekam das Bild der flehenden Hundeaugen nicht mehr aus dem Kopf, die niemals eine Antwort auf die Frage, was habe ich falsch gemacht, bekommen würden. Der Hund würde sterben, ohne zu erfahren, dass er nichts, rein gar nichts falsch gemacht hatte. Wie zu erwarten, hatte ich eine E-Mail im Postfach. Voller Hass auf ihn begann ich, sie widerwillig zu lesen. Teuerster Smoky. Wie Sie inzwischen bemerkt haben dürften, bin ich ein Mann, der Wort hält. Geben Sie sich also Mühe bei der Jagd auf mich. Denn solange ich frei da draußen herumlaufe, werde ich Ihnen nach und nach alles nehmen. Und nicht nur Ihnen, sondern Ihnen allen. Kelly Thorns lang vermisste Tochter und ihr Enkelkind, Alans Ehefrau, James Mutter. Ich nehme sie mir alle, bis keiner mehr übrig ist, den sie lieben. Bis ihre Häuser leer sind und sie einsam und allein in dem Wissen zurücklassen, dass das alles nur passiert ist, weil sie das sind, was sie sind und das tun, was sie tun. Mit besten Grüßen aus der Hölle, Jack Junior. Mit stummem Entsetzen las ich die Worte wieder und wieder. Und ich schwor mir, dass ich eher sterben würde, als zuzulassen, dass irgendjemand aus meiner kleinen Familie so enden würde wie ich. Niemand sollte Selbstgespräche führen und einsame Tränen vergießen müssen. Als wir uns am nächsten Morgen im Büro trafen, sahen alle total mitgenommen aus. Hört zu, Leute. Die erste Runde geht an Sie. Sie sind überzeugt, dass Sie die Nase vorn haben. Aber wir haben die Fingerabdrücke und wissen, dass wir es mit zwei Tätern zu tun haben. Und jetzt werden die restlichen Lücken geschlossen. Also, lasst uns anfangen. Kelly, bitte wiederhol nochmal, was Dr. Child bisher herausfinden konnte. Er hat wohl schon eine vage Einschätzung, was den Brief...